Und hallo und willkommen zurück zu Dreamwalker, Never Fall Asleep oder Schlaf nie ein. Ich bin hier immer noch in dem Spiegelrätsel, jetzt hier eigentlich schon ziemlich am Ende. Ich muss zusehen, dass wir jetzt hier das noch irgendwie hinkriegen. Und wir müssen jetzt gucken, dass Rot zu Rot kommt, wenn ich das richtig sehe, ne? Und Blau zu Blau. Da müssen wir schauen, dass wir das jetzt hinkriegen. Kriegen wir das da hoch? Warte mal, wir dürfen die nicht kreuzen eigentlich, ne? Wir müssen hier nach unten. Kommen wir dann hier rüber? Ja. Dahin. Und du gehst dahin. Okay. Jetzt müssen wir Blau nach oben kriegen und Rot nach unten. So und so. Nein, das passt nicht. Und so. Ja, so geht's. Und so. Okay. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir nach... Wo müssen wir jetzt hin? Nach oben müssen wir eigentlich. Ne, das passt nicht. Wir müssen nach da. Das passt. Nach oben und dann darüber. Vordenker, okay. Jetzt kommen wir hier in den tiefen Traum. Is it her? Falling into the dust, she's nothing more than a shell without a soul. You must bring her memories back. The good and the bad. Where can I find them? On the island with the statue, where she buried her world. Okay, das könnte doch einen Moment länger dauern. Ich hätte gedacht, dass wir jetzt doch langsam zum Ende kommen. Und jetzt müssen wir erstmal ihre Erinnerungen wiederherstellen, damit sie wieder weiß, was geht. Das könnte einen Moment dauern. Es gibt keine Kurbel. Hier fehlt etwas. Aber jetzt kommen wir ein bisschen weiter, da, dass ich das übersehen habe. Mann, Mann, Mann. Das ist ziemlich kaputt hier. Da ist eine Riechmarke. Was haben wir? Ein leeres Sprayer. Okay. Eine leere Hülle. Okay, ich könnte den Riegel leicht mit etwas Dünnem aufhebeln. Hier, ist das nicht dünn genug? Das wird nicht funktionieren. Okay, ich könnte den Riegel... Ich kann die Kurbel nicht erreichen. Wieso geht das damit nicht mit dem Meißel? Ist ja wieder zu einfach. Die Kurbel fehlt hier noch. Was haben wir hier? Hier fehlt etwas. Da muss noch ein Hahn dran. Leere Erinnerung. Muss ich jetzt noch Fotos machen dort? Haben wir hier? Warum sollte jemand den Grill abschließen wollen? Träum ich? Können wir den hier irgendwie mit dem Hammer? Können wir das wieder gerade biegen hier? Nein. Da ist die Kurbel. Kann ich nicht erreichen. Ich könnte den Riegel leicht mit etwas Dünnem aufhebeln. Ich habe eigentlich hier... Macht er nicht. Keine gute Idee. Ein leerer Sprayer. Könnte ich mit dem leeren Sprayer hier mehr Wasser holen? Das wird nicht funktionieren. So wird das nichts. Kurbel. Bei dir vielleicht noch irgendwas, was ich einsammeln kann hier? Nee, ne? Ich muss dir wahrscheinlich was nennen. Ich brauche eine Art Maske, die ihr Gesicht widerspiegelt. Okay. Eine Art Maske, die ihr Gesicht widerspiegelt. Das wäre hier ein Dingens. Können wir da nicht mit dem Hammer drauf gehen? Nee, geht nicht. Etwas dünnem aufheben. Hier ist so ein Meißel. Darf ich nicht. Ich raff's nicht ganz, warum das nicht geht. Da muss wahrscheinlich dann nachher so ein, weiß ich nicht. Dingens dran. Die Kurbel brauche ich als erstes. Da sagt mir auf jeden Fall die Kurbel. Ich habe einen Meißel und ich habe einen Hammer. Das gibt's doch nicht, dass ich jetzt hier total auf dem Schlauch stehe. Es ist echt schon so spät, dass ich jetzt hier schon total Banane bin, oder was? Warum soll jemand den Grill abschließen wollen? Träum ich?
würde den gerne aufmeißeln. Der sagt mir hier, ich könnte den Riegel leicht mit etwas Dünnem aufhebeln. Hier. Okay, es muss irgendwas... Warte mal. Nicht da noch was? Da komme ich nicht ran. Ich muss irgendwas hier noch übersehen haben. Irgendwas Kleines. Es gibt keine Kurbel. Hier fehlt halt die Kurbel. Kann ich hier Foto machen? Nee. Ich weiß nicht, warum ich hier Fotos machen sollte. Tür, also ich kann hier wieder zurückgehen noch, ne? Ja. Präzise. Ich bin schon total banal, das tut mir leid. Ich brauche etwas, um das Wasser umzuleiten. Okay. Jetzt muss ich wieder aus dem Bild raus und dann kann ich dahin gehen. Das auf den Grill packen. Was ist das denn? Luftgebläse. Ein Luftgebläse? Wo brauche ich das denn? Er bedeckt immer noch die Insel. Ich muss es irgendwie umleiten noch. Da komme ich, da muss ich hin, hatte mir der Geist gesagt. Jetzt zieht sich das doch noch alles in Luftgebläse. Luftgebläse, Luftgebläse. Warte mal, was Dünnes? Nein, das geht nicht. Wofür brauche ich denn ein Luftgebläse, bitteschön? Kann ich irgendwas wegpusten, von dem ich nichts weiß? Das wird nicht funktionieren, nein. Das Brunnenwasser bedeckt die Insel. Kann ich hier irgendwie umleiten? Ich brauche noch ein bisschen Wasser? Nein, brauche ich nicht. Okay. Also hier glaube ich erstmal nicht, dass das ihr Gesicht bedeckt. Beziehungsweise ihr Gesicht widerspiegelt. Luftgebläse? Wofür brauche ich das? Lufterfrischer, hier. Ich bin echt schon banal, das tut mir echt leid. Okay, wir haben jetzt ein Kanu. Ich hoffe, es ist nicht voller Löcher. Okay, wir haben ein Kanu. Jetzt kann ich erstmal das Wasser umleiten. Okay, so viel funktioniert in der Zelle noch nicht. Das wird nichts? Nein, das wird nichts. Warum nicht? Der Helm? Okay, und jetzt das Kanu. Ah. Okay, ein Schmetterling. Zapfhahn. Wir haben die ganze Insel mitgenommen. Zapfhahn kommt hier dran. Ich könnte etwas von dem Unkrautvernichter abfüllen. Hier. Unkrautvernichter. Dann wieder zurück. Und hier das Unkraut weg. Okay. Was habe ich jetzt mitgenommen? Eine Kette. Die Kette braucht eine Art Haken. Ich habe einen Absperrzaun. Wofür könnte ich das denn gebrauchen jetzt hier? Ein Absperrzaun. Okay, jetzt komme ich da dran. Kann ich mir die beiden Sachen besorgen. Jetzt habe ich hier einen Haken. Alles klar. Das muss ich noch zusammenbasteln mit einem Karabiner, den ich mir hier rausholen kann. Okay. Zack. Was haben wir hier? Ein Skulpturenkopf. Erstmal hier ankern. Ach, du machst das sogar. Okay. That's the keeper of memories. It will reveal secrets only when it adapts its image to the look of its master. Okay. Alles gefunden.
Skulpturenkopf, aber wir müssen den Rest noch haben. Oh, das Gesicht ist kaputt. Todesmaske. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich die Todesmaske hier aufsetzen? Jetzt habe ich ihr die Maske aufgesetzt. Und jetzt hat die Maske ein Gesicht. Okay, das ist ziemlich verquer, muss ich zugeben. Alter Schwede. Da ist kein Kopf. Jetzt muss der Kopf da drauf. Und jetzt das Gesicht. Baue den Bewahrer der Erinnerung wieder auf. Und jetzt muss ich ein Foto machen. I met Alan in the library. It was a thrilling moment. We fell in love. Oh, da haben sie sich verliebt, als sie umgefallen ist. In seine Arme sozusagen. Okay, jetzt müssen wir das alles zusammenbauen. Das ist ziemlich abgefahren. Feuerlöscher haben wir hier. Widerwappen ist da. Eine Gitarre ist direkt hier vor meiner Nase. Der Rucksack ist bei ihr hier. Ein Hut ist hier. Und der Thermobecher steht hier. Neither my mother nor the townspeople accepted our relationship. But we didn't care about them. Ja. Da ist alles drumherum dann egal. Der Affe ist hier. Die Bürgermeisterin ist... Wo ist die Bürgermeisterin denn? Ein Regenschirm? Das ist... Ein Regenschirm? Okay, das ist ein Regenschirm. Die Bürgermeisterin? Das ist doch nicht die Bürgermeisterin hier. Der Turm ist das hier. Die Uhr ist... Das ist das Herz? Wo ist denn die Uhr? Ist das eine Uhr? Das ist eine Uhr. Und die Bürgermeisterin müsste irgendwo auf dem Bild sein, oder? Die Bürgermeisterin. Das ist dieses Monster hier. Da ist die Bürgermeisterin eigentlich, ne? Die Bürgermeisterin. Das ist doch nicht die Bürgermeisterin hier. Das ist auch ein anderes Bild. Ja, ich hätte gesagt, das ist die Bürgermeisterin, aber irgendwie auch nicht hier. Wo ist denn... Auf dem Foto? Nein. Wo ist die Bürgermeisterin? Sie ist doch nicht die Bürgermeisterin hier. Ihre Mutter. Das ist eigentlich das Foto von ihrer Mutter hier, aber das zählt irgendwie nicht. Habe ich hier noch irgendwas anderes? Das ist es nicht. Oh, das war zu viel gedrückt. Okay, das war nicht gut. Ha. Ne, das wäre die Bürgermeisterin hier, aber das zählt nicht. Das ist ja jetzt doof. Wo ist die denn noch, die Bürgermeisterin? Da? Nein. Da auch nicht. Das ist ein Foto von ihr. Ich find's nicht. Tü. Das war, meine ich, ein Bild von ihr. Am Foto hat es auch nicht, ne? Erlange besondere Erinnerungen. Ja, ich muss jetzt irgendwie die Bürgermeisterin hier aufgabeln. Ich weiß nur nicht wie. Da bin ich gerade, wie wird der Stuhl? Nein, das muss eine Erinnerung an ihre Mutter sein. Eine Erinnerung an ihre Mutter. Ich werde gesagt, das Bild hier, aber das zählt nicht. Das ist das Einzige, was ich hier so gesehen habe von ihr eigentlich am Anfang. Die Bilder zählen nicht. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das sieht echt düster aus, das Bild. Da noch ein Boden auch nicht. Da ist noch ein Bild. Hier ist ein Bild. Was ist das da? Keine Ahnung. Das Herz hatte ich schon. Hier oben irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Das sind alles Bilder von ihm und ihr. Oh, das war wieder zu viel. Da habe ich wieder zu viel gedrückt. Das müsste das...
Ich sollte mich konzentrieren, ich muss sehr genau sein. Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie nicht richtig hier. Das zählt halt auch nicht hier. Das gibt's doch nicht. Ich meine, dass das ihre Mutter ist. Das wäre die Bürgermeisterin. Aber das zählt nicht. Das ist ja dieses Traummonster oder sowas hier. Das ist jetzt aber doof. Ich weiß nämlich nicht, wo die sonst sein könnte hier. Muss ich mir jetzt echt nochmal einen Tipp geben lassen. Ich habe nämlich jetzt alle Bilder durchgeklickt und ja, das waren nicht die richtigen. Bürgermeisterin. Das Bild hier. Und hier oben ist nichts, ne? Das hier ist noch ein Bild? Nein, das zählt auch nicht. Das muss das hier sein, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht anklicken kann. Dann kann es ja eigentlich nicht richtig sein, oder zumindest nicht das, was gewollt ist, was ich anklicken soll. Das ist jetzt blöd. Und ich wollte doch schon längst fertig sein, Mensch. Ich will doch noch das Ende sehen jetzt hier, das Happy End hoffentlich. Tja. Da ist nichts bei von ihr, ne? Nee. Ich muss mir einen Tipp geben lassen hier, das ist doch doof. Da, der Schatten. Ach du Heilige. Okay, da wäre ich ja nicht im Leben nicht drauf gekommen. Until that day when our life was burned to dust. Junge, Junge, Junge. Straßenschild ist hier. Scheinwerfer. Vogelhaus. Generator. Drachen? Achso, der Drachen da. Und Helen. Das war ziemlich eindeutig. Erinnerung. Schnell und präzise. Naja, so präzise war das jetzt leider nicht, weil ich muss mir noch einen Tipp geben lassen. Da ist sie. Und jetzt muss ich mit den Erinnerungen zurück, oder was? She disappeared? Does that mean she's waking up? Yes. Go after her. She will need your help to understand what has happened. And what will happen to you once Sandra regains full control of her mind? Don't worry about me. I can take care of myself. Go! Albtraum endet. Darling, I'm so sorry. Mom, is it over? Is it gone? Yes, the nightmare will haunt you no more. I know you. I saw you in my dream. It was a very long dream, but it's over now. Das war also Dreamwalker. Schlaf nie ein oder Never Fall Asleep im Englischen. Das war ein sehr schönes Spiel, muss ich zugeben. Zum Schluss, das tut mir leid, die letzten drei Episoden waren jetzt ein bisschen Banane. Da war ich auch schon ziemlich Banane. Es ist doch schon verdammt spät jetzt. Es hat mir echt gefallen. Ich wollte jetzt auch noch das Ende sehen. Das hat mich jetzt echt noch interessiert. Der Albtraum war sehr freundlich zum Schluss, interessanterweise. Aber warum? Vielleicht zu seinem eigenen Nutzen? Er hat halt zum Schluss auch gelacht. Und hat sich versteckt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt noch einen zweiten Teil. Ich weiß es gar nicht, ob ich schon gesehen habe, dass vielleicht ein zweiter Teil kommen könnte oder schon draußen ist. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. War auf jeden Fall ziemlich interessant. Mal ein bisschen was anderes. Diese interaktiven Sachen fand ich ganz cool, muss ich zugeben. Ist mal was Neues, was Frisches. Sehr, sehr schön. Hat aber wieder länger gedauert als gedacht. Mann, 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 das wird jetzt auch ein längeres Stück hier werden. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall nochmal gucken, ob ich noch was Neues finde. Vielleicht gibt es noch Bonus-Kapitel, sonst irgendwie habe ich jetzt nicht geguckt. Ich würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn wir uns nochmal in einem anderen Wimmelbildspiel sehen würden. Oder in einem anderen Let's Play. Und ja, mal schauen, ob ich hier noch ein Bonus-Kapitel finde. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das die Sammler-Edition ist oder nicht. Ob es da sowas gibt. Das werdet ihr sehen, ich dann auch. Und ja, danke fürs Zuschauen.
und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und hallo, willkommen nochmal kurz zu Dreamwalker, Schlaf nie ein oder Never Fall Asleep im Englischen. Ich habe jetzt leider nicht mehr gesehen, dass es hier noch ein Bonuskapitel gibt, aber wir können auch mal gerade in die Extras reingucken. Die Errungenschaften, was haben wir denn hier? Haben alle gefunden, was haben wir denn hier? Trauma, du hast Sandras Trauma konfrontiert. Die Vergangenheit ausgraben, du hast Sandras Tagebuch gefunden, okay. Dünne Linie, du bist aus der Kutsche entkommen. Was haben wir hier? Das geht dann hier hin. Der Turm, du bist in den Turm gekommen. Okay. Dann haben wir hier. Geständnis, du hast das Geständnis des Mörders aufgenommen. Okay. Am Rand, du hast Helen gerettet. Atelier, du bist in Ellens Atelier gekommen. Kenne deinen Feind. Du hast das Buch über den Albtraum gefunden. Okay. Dieb, du bist in den Schrank des Bürgermeisters eingebrochen. Fluchtkünste, du bist aus dem Gefängnis geflohen. Letzter Verdächtiger, du hast Beweise gefunden. Und Albtraum endet. Du hast Sandra aus dem Albtraum befreit. Das ist alles da. Okay, aber es ist von der Reihenfolge ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Hier fehlen noch ein paar Briefmarken, ne? Oder? Postkarten? Oh, das sind die Postkarten hier von den Gebieten. Cool. Nicht schlecht gemacht hier. Das war das Café. Ne, das war hier bei Helen. Das waren die Winterhütten. Das war das Café. Hier war da der Geheimraum. Das finde ich voll cool, dass unter dem Café ein Geheimraum war. Das war das Café von innen. Das war hier oben am Turm. Da die Seilbahn. Fand ich auch ganz cool. Da war die Ausrüstung. Das war am Straßenrand, ich weiß nicht, das ist so eine Art Schrein gewesen oder so, ne? Das wäre der untere Bereich von der Seilbahn, würde ich sagen. Das eigene Zuhause sozusagen. Das war hier. Oh, da sind gar keine Gitterstäbe vor hier. Das war sozusagen im Polizeipräsidium, hätte ich es beinahe gesagt. Das war bei Helen. Das ist auch ziemlich groß, muss ich zugeben, ne? Hier unten das Haus geht hier weiter und da oben Spielzeitplatz oben noch. Ist auch nicht schlecht. Das ist der Eingang zu Helens Haus, beziehungsweise Bereich. Das war die Stadt, die wir so durchsucht hatten. Okay. Polizeistation von draußen, wo wir das Motorrad mitgenommen haben. Das war im Traum, wo wir dann sozusagen bei Dorothy war das, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Boah, ich komme jetzt wieder voll durcheinander. Ich hoffe mal, das ist richtig. Uns die Ausstellung angeguckt haben. In ihrer Vorstellungskraft. Das war hier nochmal. Doch, tatsächlich, das sind nochmal hier die Hütten sozusagen, die wir uns begutachtet hatten. Moment, die anderen Sachen haben wir jetzt nicht gut. Briefmarken. Können wir uns nur angucken, okay. Die Jukebox, das Emblem, der Widder sozusagen. Das war der erste Albtraum hier sozusagen mit diesem, ich weiß nicht, Dirndl hätte ich gerade gesagt, die Seilbahn, der Turm, das Schloss mit Ellens Namen drauf, der Polizist Peter. Das war das Café, glaube ich, dann, ne? Das war hier von Dorothy, die Reise nach Japan. Das ist sozusagen der Albtraum, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo das hingehört. Das war draußen am Turm noch, sozusagen bei der Seilbahn. Da sind die Katzen noch von Mrs. Perkins? Ich glaube, Perkins hieß sie. Da ist der Widderkopf, das war, wo der Albtraum losging. Da ist sozusagen dann nochmal der Turm. Da ist der abgebrannte Turm und hier ist der Turm. Okay, und das war hier ganz am Anfang, glaube ich, noch, ne?
Aber da fehlen, glaube ich, noch welche, ne? Hier und hier könnte ich mir gut vorstellen, dass da noch welche fehlen. Oder sind die absichtlich so platziert? Ich bin mir nicht sicher. Aber steht da nicht dran, dass irgendwas fehlt, oder? Ach du meine Güte, das kannst du dir alles noch angucken. Bücherwurm, du hast alle Notizen, die während des Spiels erscheinen, gelesen. Psychologe, du hast alle Meditations-Minispiele beendet, ohne eines zu überspringen. Filmfan, du hast alle Zwischensequenzen in der ersten Stunde des Spiels gesehen. Okay. Was gibt's hier noch? Schnell und präzise, du hast ein Wimmelbild-Puzzle in weniger als 30 Sekunden fertiggestellt. Scharfes Auge, beende alle Wimmelbild-Puzzle, ohne einen Hinweis zu benutzen. Präzise getroffen, beende 3 Wimmelbild-Puzzle mit nicht mehr als 5 Fehlern in jedem. Naja. Super, du hast ein Wimmelbild-Puzzle vollendet, ohne einen Hinweis zu benutzen. Adlerauge, du hast 3 versteckte Objekte in 3 Sekunden gefunden. Okay. War hier noch was? Hier ist noch ein Brunnen. Okay. Schafsucher, du hast dein erstes Traumschaf gefunden. Traumhirtin, findet 32 Traumschafe. Haben wir nicht komplett gekriegt. 25 haben wir leider nur. Schafträumer, du hast die Hälfte die Hälfte der Traumschafe gefunden. Das ist schade, dass ich die nicht alle gefunden habe, ne? Briefmarken weiß ich jetzt auch nicht, ob ich alle gefunden habe. Ich glaube, das war's jetzt hier, ne? Oder? Siehst du zum Anklicken? Da ist noch mehr. Clever, du hast 3 Minispiele hintereinander beendet, ohne eines zu überspringen. Blitzschnell, du hast ein Minispiel in weniger als 1 Minute beendet. Und Vordenker, du hast alle Minispiele beendet, ohne eines zu überspringen. Krass, hier ist echt alles Mögliche überall versteckt. Aber wenn ich hier hinklicke, sind da die Kugeln. Okay. Das hatte ich schon gemacht. Ne, dann war es das schon, ne? Kann ich hier noch was anklicken? Ne, das war's, glaube ich. Da ist nichts mehr. Das war's, glaube ich. Krass. Musik, ja, das brauchen wir jetzt nicht mehr gucken. Wimmelbild-Puzzle brauchen wir auch nicht machen. Ich gucke gerade nochmal. Das waren die Extras beim Meer rein. Da war nur das hier. Okay. Ne, das war's dann, glaube ich, schon. Ist anscheinend nicht die Sammleredition, sonst würde hier Sammleredition stehen. Das war sozusagen dann Dreamwalker Never Fall Asleep im Englischen oder Schlaf nie ein im Deutschen. Sehr cooles Spiel, muss ich nochmal sagen. Sehr cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Ich würde gerne noch mehr solcher Spiele sehen und würde mich interessieren. Vielleicht gibt es ja doch noch einen zweiten Teil, weil der Turm ist ja auch so ein bisschen wie eine 1, nicht wahr? Vielleicht kommt ja was mit 2 Türmen dann. Und naja, mal schauen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen, mir auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im anderen Wimmelbild-Spiel wieder oder in einem anderen Let's Play. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.